Klimakrise und Artensterben sind die größten globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Die sich tiefgreifend und rasch verändernden Lebensbedingungen auf der ganzen Erde erfordern ein entschlossenes Handeln für einen zügigen Übergang zu einer sozialen, ökologischen und nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise. Dürre, Stürme und Starkregenereignisse in den vergangenen 3 Jahren unterstreichen, dass Sachsen-Anhalt Teil dieser globalen Veränderung ist. In dem Abkommen von Paris im Jahr 2015 hat sich die internationale Staatengemeinschaft verpflichtet, ihre gemeinsame Politik an dem Ziel auszurichten, die globale mittlere Temperaturerhöhung auf unter 2, besser 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Zentrales Instrument hierfür ist die Reduzierung des CO2-Ausstoßes aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Im Jahr 2050 ist das Ziel Treibhausgasneutralität. Die Emissionen dürfen dann nicht mehr die Kapazität der Natur übersteigen, diese Gase zu speichern. Der Ausbau der erneuerbaren Energien sowie die Steigerung der Energieeffizienz in Industrie, Gewerbe und dem Wohnungsbau sind Bestandteil der erreichten CO2-Minderung in Deutschland und zugleich ein Faktor zur Stärkung des Lebens- und Wirtschaftsstandortes Sachsen-Anhalt. Diesen erfolgreichen Weg für gute, nachhaltige Lebensverhältnisse und moderne, innovative und zukunftssichere Arbeitsplätze wollen wir mit grüner Umwelt- und Wirtschaftspolitik weiter gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickeln. Klimaschutz als Leitlinie von politischen Entscheidungen. Wir stellen uns der immensen Herausforderung und treten dafür ein, dass alle politischen Entscheidungen unter Klimaauswirkungsvorbehalt stehen. Die gravierenden Auswirkungen der Klimaerwärmung sind schon jetzt weit fortgeschritten. Wir alle sind in der Verantwortung, auf das gemeinsame Ziel Klimaneutralität hinzuarbeiten, denn es geht um die menschlichen Lebensgrundlagen und eine lebenswerte Zukunft. Die Klimakrise betrifft zuerst die Schwächsten, vor allem Kinder, Jugendliche und Frauen und nicht zuletzt auch die Menschen im globalen Süden. Ziel unserer Politik ist eine Welt, in der Sie und auch unsere EnkelInnen noch ein gutes Leben führen können. Mit der Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens haben sich die Europäische Union, Deutschland und Sachsen-Anhalt dem 1,5-Grad-Ziel verpflichtet. Um dieses Ziel erreichen zu können, müssen wir bis spätestens zum Jahr 2035 klimaneutral werden. Wir unterstützen Maßnahmen und Strategien, die die Klimaneutralität bereits früher erreichen wollen. Denn je schneller wir klimaneutral wirtschaften und leben, desto mehr wird Sachsen-Anhalt seiner Verpflichtung zum 1,5-Grad-Ziel gerecht und zugleich ein international attraktiver, nachhaltiger Wirtschaftsstandort. Klimaschutz braucht Verbindlichkeit. Deswegen streiten wir für ein Klimaschutzgesetz.